Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man bei der FTMO Geld auszahlt. Ihr müsst euch vorstellen, nach dem Bestehen der Challenge, der Verifikation, nachdem ihr mindestens 2 Wochen getradet habt, könnt ihr dann anschließend euer Geld auszahlen, je nachdem was es für ein Gewinn ist, könnt ihr euer Geld auszahlen und dementsprechend habt ihr hier natürlich hier an der Leiste bestimmte Bereiche, die wichtig sind, die ihr euch angucken könnt und vor allem, wo ihr Geld auszahlen könnt. Ja? Das heißt, wenn wir hier runter scrollen, werden wir den Bereich FTMO Trader finden. Das ist gerade der Bereich. Hier sind eure Verträge hinterlegt, die Auszahlung nicht. Und wenn wir auf Auszahlung klicken, erscheint genau dieser Bereich. Und dann erscheint hier auch natürlich, wie viel man auszahlen kann. So, angenommen, wir zahlen hier unsere 19.933 Dollar aus. Ja? Ich mag immer gerne glatte Zahlen bei mir. Das heißt, wir zahlen uns den Betrag 15.946 aus. Was heißt das jetzt im Endeffekt? Das heißt nichts anderes als, wenn du natürlich 19.933 dir auszahlst, behält die FTMO natürlich ihren Teil ein. Darüber hinaus ist es so, dass du dir mit den 2.160 Euro der sogenannten FTMO Challenge, die du bezahlt hast, damit kannst du dir am Ende des Tages tatsächlich den Betrag zurückerstatten lassen und dann wären jetzt 15.946 Dollar plus nochmal 2.160 Euro, die du dir ja im Endeffekt auszahlen kannst, die auf dein Konto kommen. Darüber hinaus ist es so, dass wenn du hier auf Fortfahren drückst, ja, kannst du verschiedene Zahlungsmethoden wählen. Du kannst das auf dein Bankkonto überweisen, ja, internationale Überweisung machen, eine Swift, ja, eine Swift-Überweisung oder tatsächlich, du machst eine Krypto-Überweisung, wie du siehst. Ja. Und hier steht auch, Auszahlungen, die bis mittags bestätigt werden, werden noch am selben Tag mit dem exakten Wechselkurs, der von Ihnen zum Zeitpunkt des Versands der Zahlung bearbeitet, Auszahlungserträge, die während eines Wochenendes eingereicht werden, am Montag bearbeitet. Und so weiter und so fort. Also das sind Dinge, wie ihr seht, die man machen kann. Das heißt, ich kann mir jetzt knapp, lass es von mir aus sein, 17.000 Euro hier oder 16.000 Euro auszahlen, ja, insgesamt per Krypto, ja, und habe sie dann anschließend auf dem Konto. Was will ich euch eigentlich damit vermitteln? Ich möchte euch damit vermitteln, dass es Wege gibt, wie man sich Geld auszahlen kann im Endeffekt, ja, hier bei der FTMO und dann auch damit natürlich arbeiten kann. Ob es jetzt Krypto ist oder Bankkonto, dieses Video ist auch sehr, sehr kurz. Mir geht es nur kurz darum, euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und dass es funktioniert, damit ihr alle sehen könnt, dass man wirklich unabhängig von einem Kapitalgeber oder von eigenem Kapital an der Börse Geld verdienen kann. Wie ihr seht, wie gesagt, gibt es hier eine Aufteilung. Wir werden in 2 Wochen nochmal eine Auszahlung machen, damit ihr nochmal sehen könnt, was Sache ist. Und so werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, euch hat das kurze Erklärungsvideo gefallen. Wir werden uns nochmal hören in Kürze und werden nochmal darüber sprechen, wie wir uns nächste Woche eventuell nochmal 20.000 oder 30.000 Euro auszahlen. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute. Bis dahin.